Tiger! Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Far Cry 3. Wir müssen diesen da hinten das Teil einnehmen. Ich werde jetzt nicht gleich rüberfliegen, sondern versuchen mal von hier die Lage auszuspähen. Denn das Teil ist schon ziemlich heftig bewacht. Steht einer, aber der ist scheinbar zu weit weg. Da ist einer, da hinten ist noch einer, habe ich gar nicht gesehen. Könnte ich den... Warte, ich habe doch einen schallgedämpften Sniper. Bei dem ankommt. Okay, ich teste mal rum. Na toll, ich sehe nicht mal, ob das Ding aufprallt. Nicht jetzt, sieht man das eigentlich? Ja, aufgeprallt. Habe ich auch gesehen. Und versuchen wir es mal bei einem Baum, der gleich daneben steht. Scheinbar gar nichts, oder? Was ist mit dem da? Wieder nicht. Echt jetzt? Da. Schon ein bisschen dämlich, dass ich nicht mal so weit schießen kann. Soll ich das da jetzt machen? Da er bemerkt nicht mal, dass man auf ihn drauf schießt. Ist echt dämlich. Das soll die beste Sniper sein. Bisschen lächerlich. Hallo Sam. Um die Kommunikation zwischen den Söldnern zu stoppen, musst du die Satellitenschüssel sprengen. Du wirst durch den Bunker müssen. C4 an den Stützstreben ist die einzige Lösung. Danach wirst du Hilfe brauchen. Das Tanklager kann warten. Ich komme dich abholen. Und spar dir etwas C4 für die Metalltür, die den Bunkereingang versperrt, ja? Schön. Wusste ich gar nicht, dass es das hier gibt. Komm mal her, kleiner Freund. Lila, lila, lila. Das war auch nicht, was er herkommt. Der hat noch ein Steinchen. Noch ein bisschen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Borat. Reingehen. Lass ihn nicht in den Bunker rein. Sand und Wasser. Überall nur Sand und... Schützt den Bunker!
Nee. Tiger! Okay, wieso ist der gepaart mir hier reingefolgt? Oh shit, jetzt wird der Alarm ausgelöst. Also... Oh, oh shit. Das wollte ich eigentlich verhindern. Kann ich das abschalten? Zum Nachhinein? Nee, leider nicht. LOL. Das schaltet ein Juggernaut mit einem Schuss aus? Schuss weghaut, das ist echt heftig. Das Gute ist ja, dass ich einen schon weggehauen habe. Viel Spaß. Da ich Angst habe um mein Leben, werde ich ein paar Fallen installieren. Jetzt kann man reingehen. Wow! Juch, das reflektiert ja, wenn hinter mir Licht ist. Cool, zum einen, aber... Also, wohin muss ich? Achso, stimmt, von da kam ich, muss weiter runter. Money, money, money. Die Fortbewegungsmethode der Zukunft. Oh
Kannst du ihn wieder aufheben? Alter! Hat mich das gerade erschreckt, die Fässer. Ich bin eingesperrt. Oh, doch nicht. Ich kann das Feuer nicht löschen. Was soll das? Ich kann das Feuer nicht löschen. So, was ist das für eine Asi-Scheiße? Einer hat ihn das nicht gekillt. Schlecht für mich. Okay, stellen wir uns ein paar Spritzen her. Ich kann mir keine Spritzen herstellen. Egal, laufen wir weiter. Ein bisschen Geld. Wo sind die Arschlöcher hier? Voll erschreckt. Haut nämlich erschreckt. Der Bunker ist echt groß. Habe ich meine Pfeile verballert, oder? Wo seid ihr, Bastarde? Komm raus. Wo ist mein Doggy Doggy? Böser Hund. Ganz klar, bevor wir diesen Scheiß sprengen, werde ich wohl noch einige Vorkehrungen treffen, wieder mal. Vielleicht noch Just von hier was hinwerfen. Multikill. Ein Helikopter? Wahrscheinlich nicht, oder?
das ist mein Heli. Ab geht's. Bye bye. Jason Brody, mein Name. Da wird es wieder lustig. Na dann los. Eins, zwei, spring. Ah, hier sollte man wahrscheinlich den Wingsuit das erste Mal benutzen. Wo muss ich denn hin? Oder besser gesagt, kann ich hier so einen Satellitenschüssel gleich bekommen? Ich glaube, das da wäre die nächste. Ich versuche mal dahin zu kommen. Zurück. Der Gedanke an deine alte Familie macht dich schwach. Er ist mein Bruder. Vergiss nicht. Wir sind jetzt deine Familie. Hat deine Fresse. Nichts geht über meine Familie. Das Ding ist weiter weg, als ich dachte. Ich glaube, ich stand hier schon mal, oder? Ja, 100%ig stand ich hier schon mal. Eine 1.000.000% stand ich hier schon mal. Da dachte ich mir auch, das Ding ist viel zu weit weg. Ah, aber es wäre auf dem Weg. Das nächste Auto. Naja gut, ich habe noch Zeit für die Folge, deshalb. Wieso nicht? Wuhu! Bötchen. Leider nichts. Ein Auto oder so. Muss ich wohl leider laufen. Na gut, wozu habe ich laufen geskillt, wenn ich es nicht auch benutze? Na gut, das ist gar nicht mehr so weit weg. Von da oben, von da hinten? Na okay, das ist auch ein bisschen weit. Ja! Egal. Dün, 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 dün. Echt jetzt noch, wie lange das Spiel geht. Ja, ich befreie jetzt meinen Bruder und dann. So viel mit den Rakyat habe ich jetzt, glaube ich, nicht so viel gemacht. Ich hatte, glaube ich, eine oder zwei Missionen höchstens. Ich erinnere mich nur noch mit denen, mit Vaas. Da habe ich die gebraucht, aber sonst. Also, als ich Vaas gerettet habe, da haben die mich eher gebraucht. Aber sonst. Wäre schon cool, wenn ich die so anführen könnte oder so. So wie. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. So wie ich es auch vorhin gesagt habe. Fuck my life. Da bin ich oben. Auf jeden Fall eine coole Mission, zumindest mit diesem Bunkerdesign am Anfang, wo man rumlaufen konnte. Der Gepard hat es mir leider echt versaut.
Hätte den einfach umbringen sollen. Da habe ich nicht mal sein Fell genommen, fällt mir ein. Mein neues Gebiet. Ach, der ist wieder. Ja, stimmt, ich habe diese Steine so gut wie nie gemacht. Erfolgfunktion freigeschaltet. Was bekomme ich denn Neues? Fähigkeitenpunkt? Nett. Mehr nicht. 11 von 18. Magnum. Fähigkeiten. Wir können. Da war doch irgendwas mit noch mehr Leben. Du hältst einen zusätzlichen Gesundheitsfeld. Das ist schon heftig. Du kannst Sturmgewehre, Scharfschützengewehre und LMGs um 25% schneller nachladen. Das ist auch praktisch. Na gut, ich habe 2 Punkte, also 1 kann ich da rein machen und 1 noch hier rein. Du hältst einen zusätzlichen. Was ist das? Eisenflanke. Du verringerst den Schaden, den du durch Explosion erleidest. Mit deiner ausreichenden Fahrtechnik erleidet dein Fahrzeug 500, das juckt mich nicht. Du verringerst den Schaden, den du durch Feuer erleidest. Ja, die beiden Sachen sind geil. Gegen die Juggernauts, aber ich glaube so pauschal gegen alles ist Leben erstmal das allererste, was ich machen sollte. Und ansonsten würde ich an dieser Stelle Schluss machen. Ich springe noch hier hin. Und bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal von Far Cry 3. Peace out.